Ich habe es mir bequem gemacht. Ich sitze hier im sehr schön kühlen Arikino und freue mich jetzt auf den zweiten Film von Jan-Ole Gerster. Der hat vor 7 Jahren seine Weltpremiere bei uns gefeiert mit Oh Boy, einem der besten deutschen Filme aller Zeiten. Und ich bin wahnsinnig gespannt, ob der zweite Film Lara genauso gut ist. Ich mache es mir bequem und berichte natürlich für euch. Diana, hast du schöne Erinnerungen an Oh Boy vor 7 Jahren? Ja, sehr schöne Erinnerungen. Das ist ja wirklich eins der großen Ensemble-Filme gewesen und wir bilden uns auch ein, dass wir ein bisschen was tun konnten als Filmfest München, um diesen Film Oh Boy doch auf einen Schlag sehr bekannt zu machen. Das erste Filmfest, zu dem ich gereist bin, um Filme zu gucken, war München. Und ich bin dann hier ohne Akkreditierung rumgeirrt und habe trotzdem versucht, Filme zu gucken, habe auch viele geguckt und habe da irgendwie gedacht, hier mal einen Film vorstellen zu können, das wäre das Größte der Welt. Und das mache ich jetzt zum zweiten Mal und fühle mich deswegen sehr, sehr privilegiert und glücklich und bin immer wieder gerne hier, weil es einfach ein wahnsinnig schönes Filmfest ist. Ich habe die Entscheidung, ob ich dieses Drehbuch verfilme oder nicht, von Ihrer Zusage abhängig gemacht und ich freue mich bis zum heutigen Tag. Corinna. Jede Menge Applaus für die Deutschlandpremiere von Lara. Guckt euch den Film auch an, bildet euch eure eigene Meinung ab. Ich kann schon mal so unter uns sagen, er ist fantastisch. Ein zweites Screening gibt's noch, und zwar am Freitag, den 5. Juli.